Entschuldigung. Sie stehen mir im Weg. Dankeschön. Die sind ganz schön frech mit ihrem Outfit. Ich nenne sie jetzt Herr Kackimann. Das ist doof. Sie machen Schluss. Hallo Leute und ein herzlich willkommen zu einem neuen Real-Life-Online-Video, heute mit Karl-Heinz. Wir sind back am Start und heute, liebe Leute, geht's nämlich in die Sommerschule. Ja, Karl-Heinz war so wenig in der Schule, dass wir jetzt in die Sommerschule müssen. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst mich wissen mit einer positiven Bewertung, lasst auch kostenlos ein Abo da, lasst ein Glöckchen da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen könntet. Wir starten durch jetzt mit Karl-Heinz und ich würde sagen, auf geht's zur Schule. Auf geht's zur Sommerschule, ich habe richtig Bock drauf. Vielleicht holen wir uns auch schnell was vom... Ah, ich muss das Auto nochmal auftanken gehen, ne? Wir gehen so schnell auftanken, das Ding ist ja ziemlich schnell. Nicht, dass die Cops uns aufhalten zum Weg zur Schule. Aber wir haben ja nicht weit, wir müssen ja nur runterfahren. Oh, Blitzerrechnung, super. Können Sie nicht Auto fahren oder was, blöde Kuh? Wo sind denn da die Radlfahrer eigentlich jedes Mal? Die stehen doch eigentlich immer hier, ne? Ach, da ist er. Oh, Radlfahrer. Bäh. Oh, nee, ich bin daneben gefahren. Jetzt aber. Aufgepasst und Zugriff. Radlfahrer. Wo ist das denn da gerade passiert? Ah, ist das schön. Ich liebe diese Tankstelle so sehr, weil du immer wieder neue Radlfahrer findest. Die kommen hier einfach immer um die Ecke und man freut sich einfach. Das ist doch schön, Leute, oder? Bitte alle einmal in die Kommentare. Hashtag Radlfahrer. Würde mich sehr freuen. Entschuldigung. Sie stehen mir im Weg. Entschuldigung. Sie stehen mir im Weg. Dankeschön. Bisschen was zum Snacken heute auf dem Pausenhof. Erstmal Red Dosh mitnehmen. Ein bisschen Schokolade, ein bisschen ein Sandwich und dann geht's ab. Wo parken wir das Ding am besten? Das ist die Frage. Bevor es mir wer klaut, ich park's am besten hier hinten. Jetzt klaut's mir noch irgendjemand. Hier packen wir das Ding ein. Unser Privatparkplatz. Dann Rucksack nochmal aus dem Ding holen. Puh, auf geht's in die Schule. Hallo. Hallo? Ist das die Sommerschule? Ja. Bist du gerade mit dem Auto gekommen? Hat sie nicht zu interessieren, alter Sack. Hallo? Boah, der hat sicher voll reiche Eltern. Boah, der sieht ja voll ähnlich aus wie ich. Hallo? Ja, wie heißt der denn? Er meinte gerade, er hat keinen der Bruder. Sieht der sieht ja aus nicht. Wie ich. Dasselbe habe ich auch gerade gesagt. Ich bin Karl-Hans. Und du? Wo ist die versteckte Kamera? Ja, das wüsste ich gerade auch gerne. Ich habe keine Kamera, das können sich meine Eltern nicht leisten. Okay. Ja, ich bin hier, weil ich wurde hier hingeschickt, weil ich nicht in der Schule war und ich war schlecht in der Schule. Ich habe schlechte Noten geschrieben und letzte Woche bin ich aus Versehen ausgerutscht im Badezimmer, hab mir mein Bein aufgeschürft. Und jetzt muss ich hier sein, weil ich halt schlecht in der Schule war und mein Bein aufgeschürft habe. Wegen dem aufgeschürften Bein. Ja, wir irgendwie mal. Mag ich den nicht, der ist ganz komisch. Herr Lehrer, das ist Mobbing. Was? Das ist kein Mobbing. Soll ich dir mal Mobbing zeigen? Herr Lehrer. Nein, bitte nicht, nein. Das ist Mobbing. Au, au. Das ist Mobbing. Jetzt weißt du, was Mobbing ist. Das ist Mobbing. Wie ist denn dein Name? Karl-Heinz. Ja, Karl-Heinz, das macht man aber auch nicht. Das war böse von ihm, das darf man nicht. Das war überhaupt nicht böse von mir. Ich hab nur gezeigt, was echtes Mobbing ist. Komm, steh auf, jetzt tu nicht so. So eine richtige Memme. Wir gehen mal in die Klasse und dann stellen wir uns nochmal vor. Gibt's eigentlich einen Grund, warum sie komplett sich einfach scheißbraun angezogen haben? Oder wollen sie einfach nur so aussehen? Frech, Junge, Mann. Sie sind ganz schön frech mit ihrem Outfit. Ich nenne sie jetzt Herr Kackimann. Ich mag den nicht, der hat eine komische Stimme. Und du siehst komisch aus. Du siehst selber komisch aus. Ich muss kurz auf Klo. Es gibt hier irgendwo Toilette, wo ich auf Klo kann? Warte doch mal ganz kurz. Hä, warum? Ich muss wirklich dringend auf Klo. Ich muss auch aufs Klo. Okay, dann geht mal. Der will doch nur mitkommen, weil ich jetzt aufs Klo gehe. So, ich hab eine Vermutung. Ich glaube, das ist gar kein Lehrer. Ich rufe die Polizei, die soll den abholen. Es wird so lustig, wenn jetzt hier einfach das LAPD ankreuzt und einfach festnimmt, weil er kein echter Lehrer ist. Da drüben wird Musik unterrichtet. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum wir blödes Italienisch lernen müssen. Ich hasse Italienisch. Guck mal hier. Ein kleines Stehpissoir. Einmal für große, einmal für kleine Menschen. Ich nehme das für die Kleinen. Wir kommen gleich. Wir waren gerade oben auf Toilette. Aber sind Sie sicher, dass wir mit 14 Italienisch lernen sollen? Mir wurde als Aussichtslehrer auch nicht die Schule gezeigt. Haben Sie keinen Bildungsauftrag? Sie müssen auch wissen, was Sie uns unterrichten, oder nicht? Oh, kochen! Wir können kochen. Dab, 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 dab. Au, ich hab mich angebrannt! Au! Warten Sie ganz kurz, ich werde gerade angerufen. Hallo? Guten Tag, hallo, wer ist da? Das ist LAPD. Du hast ein Dispatch geschrieben. Ja, Sie können gerne vorbeikommen. Wir kommen mal rein, ne? Alles klar, danke. Supi, ich hab jetzt einen Eintopf gekocht, aber ich glaube, der schmeckt richtig fett nach Scheiße. Wer redet denn hier? Ich hab die Polizei gerufen, die kommen jetzt hier rein. Oh nee, der Herd brennt! Der Herd brennt! Oh nein! Hilfe! Ah, guten Tag, da sind sie ja.
Folgendes, okay. Ich glaube, dass der Herr kein echter Lehrer ist. Ich glaube, der tut nur so. Ich bin Aushilfslehrer, habe ich gesagt. Ein Aushilfslehrer. Der wollte mit uns Italienisch lernen, weil er nicht wusste, wo die anderen Klassenzimmer sind. Italienisch lernen in der Küche? Okay, klar. Ja, wir waren vorhin im Italienischraum. Und der kann nicht mal ein Wort Italienisch, ich schwör's ihn. Buongiorno. Wir sind doof. Ja. Au! Heinz. Hey. Alles gut, ist nur eine Papierkugel. Aber sie, ja, mein Aushilfslehrer weiß doch, was sie unterrichten muss, oder? Sie wissen nicht, was sie uns unterrichten sollen. Ist denn hier vielleicht irgendwo... Ich gehe mal kurz kochen in der Zwischenzeit. Jetzt brennt da irgendwas. 1:07. Uiuiui. Okay, wir gehen jetzt einmal alle raus. Wir gehen. Darf ich mich... Och nee, mein Schulranzen drin vergessen. Ja, mein Schulranzen liegt noch drin. Bleibst du bitte hier? Mein Schulranzen. Okay, da drin brennt es jetzt auch. Ich habe meinen Schulranzen irgendwo liegen. Das ist da vorne egal. Liegt da, warten Sie. Hier ist er. Überall, wo der Herr Lehrer war. Ich glaube, der Herr Lehrer ist Brandstifter. Der überall, in welchem Raum wir waren, hat es auf einmal angefangen zu brennen. Herr Lehrer. Ja. Ich glaube nur immer nicht, dass sie Lehrer sind. Ich glaube, es sind Brandstifter, hauptberuflich. Brandstifter. Ja. Perfekt, ich danke Ihnen. Italienische Klasse brennt auch. Was du mir unterstellst. Die italienische Klasse brennt jetzt auch wegen Ihnen. Okay. Ja, voll lustig. Ich habe nichts da gemacht, was brennt. Starships are meant to fly. So, jetzt war mal Sportunterricht, oder? Touch the sky. Jetzt geh mal Sportunterricht. Jetzt, wo die Schule brennt, kann man ja sporten. Ich glaube, das war Brandstiftung da drin, weil der Lehrer das gesetzt hat da drin. Wollen wir jetzt Sportunterricht machen oder was tun wir jetzt, wenn das in die Schule brennt? Ich würde aber ein Auto aufpassen. Kannst du bitte aussteigen? Also sie nehmen das ja ganz schön mit. Ja gut, dann machen wir Sport. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wie es geht. Aui! Aua! Aua! Er muss doch jetzt helfen, das Feuer zu löschen. Wir müssen doch das Feuer löschen. Schau mal, jetzt haben sie mich aber eingesperrt hier drin. Boah, cool. Boah, voll cool. Jetzt verstehe ich, warum du das gemacht hast. Herr Lehrer, wir müssen jetzt rübergehen. Komm, wir gehen jetzt Spaß haben. Oh, ja gut, das Gebäude, das brennt ein bisschen. Das ist doof. Hui. Hier können wir Weitsprung machen. Wir machen Weitsprung, okay. Aufpassen und los geht's. Jetzt springe ich. Aua. Aber schau mal, wie weit. Ich bin hier aufgekommen. Ich habe mir gerade wehgetan. Stell dich mal hier hin. Nee, der springt nicht so weit. Das ist blöd. Du hast geschummelt. Ich habe es gerade gesehen, dass du geschummelt hast. Ich bin einfach besser als du. Natürlich hat er geschummelt. Der hat gar nicht geschummelt. Er hat geschummelt. Ey, nicht boxen. Nein, stopp. Der schummelt. Oh, aui. Der hat geschummelt. Geschummelt hatte. Aui. Jetzt ist Stopp. Nein, jetzt ist Schluss. Sie machen Schluss. Och nee, ich hab den Lehrer geboxt. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Ich hab den Lehrer geboxt. Hallo? Unser Lehrer, der hat seine Tabletten nicht genommen. Der ist gerade auf dem Sportplatz zusammengekippt. Der hat gerade In der Sonne ist es so heiß. Der ist gerade zusammengeklappt. Okay, dem war es auch zu viel hier mit dem Feuer und so. Wir haben Leben gerettet. Das ist gut. Du musst mitkommen. Dass ihr gekommen seid. Schauen wir mal, wie es dem Lehrer geht. Wir gucken, wie es dem Lehrer geht. Och, der liegt ja immer noch da. Der ist so zusammengedübelt. Herr Lehrer, wenn Sie uns hören können, wir haben Hilfe geholt für Sie. Der ist einfach da gestanden, ist zusammengeklappt, der Arme. Ich glaube, der hat gerade einmal nur Karma kassiert, dass er hier zusammengeklappt ist. Oh, hier kommt die Rettung. Obacht! Wir sollten am besten hier wegfahren, bevor die noch Wind kriegen, was wir gemacht haben. Du darfst nicht sagen, also nichts davon sagen, dass er zusammengeklappt ist wegen uns. Ich will ja nicht anschießen, wenn mein Papa wegkommt. Wir fahren hier weg, aber ganz schnell. Cooles Auto. Wir sollten das vielleicht bei Tune fahren. Wo hast du das Auto her? Internet. Aui! Upsi. Aufpassen, festhalten. Aui. Alles gut. Gut, dann tun wir das Ding mal auf und dann würde ich sagen, lass mal heute den schönen Schultag noch ausklingen. Also ich habe mich immer mit Bauklötzen beschäftigt. Kannst du einfach mal die Fresse halten? Und ich habe letztes Jahr meine erste PlayStation bekommen. Guck mal. Hallo Mami. Was ist deine Mama? Guck mal, ich hab meinen Bruder mitgebracht. Jetzt sind wir schon zu dritt. Zu dritt? Ja. Können wir Disneyland fahren? Klar, warum nicht? Cool. Yo, seid ihr diese frechen Kinder, Mann? Also... Ob wir frech sind? Ich weiß ja nicht. Yo, was für Fleischhose. Ja, hier, der ist für dich. Hier, freches Kind. Yo, wo sind deine Eltern? Ja, hier ist meine Mutter. Reg dich doch auf bei ihr, wenn es denn nicht passt, wie sie mich erzogen hat. Wie sind die Erziehungsberechtigte? Mama, gesetzlich nicht. Was ist das hier? Was heißt hier gesetzlich nicht? Ja, total. Schauen Sie mal kurz her. Gucken Sie mal. Ups. Oh!
So, wir müssen fahren. Tschüss. Was für Rotzplagen? Überhaupt nicht Rotzplagen. Sie sind selber eine Rotzplage mit ihrer Fleischhose. Blöde Fleischhose. Kennst du schon das neue Schulprojekt? Nein. Kennst du nicht? Na gut, dann hol ich mal. Aui. Aui. Dann holen wir mal die Sachen fürs Schulprojekt, hätte ich gesagt. Was brauchen wir dafür? Entschuldigung, bitte Platz machen. Ach komm, wir fahren aber hier, sind wir schneller da. Festhalten! Du musst dich festhalten, habe ich gesagt. Ah. Ups. Ja. Au. Ist so, sag doch festhalten. Oh, wir haben eine Möwe mitgenommen. Ja, super. Festhalten. Festhalten. Muss dich festhalten. So, wir sind da. Da ist unser Händler. Da müssen wir rein. Da müssen wir die Schulsachen kaufen. Na komm. Gibt es da auch Kuscheltiere? Nee, da drin gibt es keine Kuscheltiere. Boah, cool. Guck mal, was ich hab. Uppala, Entschuldigung. Hab nochmal probiert. Ich hab nochmal kurz ausprobiert. Alles gut. Aui! Wir sind ausgestattet für unser Schularbeiten-Dings. Hat doch der, wenn er fragt, dann sagen wir, der Herr Lehrer hat gesagt, wir mussten das für die Schule mitbringen, okay? Ich habe eine Frage. Ja? Wollen Sie ja, mit bitte. Uns mitkommen? Na klar, habt ihr noch Platz frei. Also würdet ihr mitmachen bei unserem Schulprojekt? Ja, kommt auf das Schulprojekt drauf an, aber ja. Das ist voll cool. Wir machen ein richtig cooles Schulprojekt zusammen. Das ist aber echt kein gutes Schulprojekt, kann das sein? Das ist ein voll lustiges Schulprojekt. Hallo? Du musst schon reingehen.